Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video der N28 Meinung. Ihr habt richtig gehört, das Format, das es schon seit langer Zeit nicht mehr gegeben hat, weil mir einfach nichts mehr wirklich so einfiel, ist nun zurück. Und ich sage deshalb einfach mal meine Meinung zur Karlsruher Frühjahrsmesse 2023. Warum? Weil, für die, die es eventuell nicht wissen sollten, aber bei uns hier in der Stadt ist zurzeit Kirmes. Dieser Kirmes nennt sich Frühjahrsmesse, also eigentlich Mess. Ja, auf jeden Fall. Und hier kommt in das Ding. Also ich muss sagen, dass sie dieses Jahr gute Geschäfte hier genommen haben, muss ich echt sagen. Hut ab. Weil, also letztes Jahr zum Beispiel, glaube ich, waren es zwei gute Dinge, glaube ich. Und zwar, dieser Airborne und der Rock'n'Roller Coaster. Dieses Jahr sind es halt einfach Chaospendel, Hotshot, Höllenblitz, Devil Rock und eine brandneue Geisterbahn. Also schon krasser. Und muss aber auch gleichzeitig sagen, auch gleichzeitig die Aufstellung der Fahrgeschäfte, wie die stehen, haben sie gut gemacht, muss ich echt sagen. Weil ich hatte auch am Anfang Befürchtungen. Ja, weil, ich bin ganz ehrlich, hätten sie jetzt zum Beispiel, nur was als Beispiel, die wilde Maus an den Höllenblitz gestellt oder das Riesenrad, das wäre dann letztes Mal so gut gewesen, bin ich ganz ehrlich. Aber haben sie nicht gemacht, da muss ich auch sozusagen mal Hut ab, habt ihr gut gemacht. Ist ein guter Platz dieses Jahr. Gute Geschäfte, alles drum und dran. Ja. Also, man kann sich nicht beklagen. Also für unseren Platz ist es wirklich nice. Also für den Platz drüben ist es wirklich eine nice Kirmes. Weiter so. Und ich sage damit, das war's mit dem Video tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich habe eine gute Meinung. Ja, also muss ja nicht hier 20 Stunden oder so rumlaufen oder so. Ich meine, also 20 Stunden hier Video so. Nein, reicht auch ganz kurz, weil passt einfach. Ich habe alles gesagt und ja, das war's. Gerne ein Like da lassen, eventuell auch ein Abo und ja, teilt das Video euren Freunden und so. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal drüben auf der Messe.